Hallo YouTube, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge, zu einem weiteren Stream mit unserer Mint. Da gab es ja jetzt länger kein Update mehr, weil ich jetzt wirklich 2 Wochen sehr, sehr krank war und sehr, sehr erkältet war. Und jetzt geht es mir langsam besser. Ich spreche leider immer noch ein bisschen nasal und bin irgendwie ein bisschen kurzatmig. Ich bitte dies zu entschuldigen. Ich hoffe, bis zum nächsten Mal wird es besser. Es wird von Tag zu Tag besser. Ich hoffe, ihr habt euch alle was zu trinken geholt. Ich habe mir einen leckeren Marzipankakao gemacht. Und das letzte Mal hat unsere Mint Weihnachten gefeiert mit dem Töchterchen Ruby und auch mit Sebastian, der ja immer noch verheiratet mit Eloise ist und Mint kann einfach nicht loslassen. Sebastian hat aber immer mal wieder romantische Aktionen ausgeführt. Ich habe aber auch in den Kommentaren bei YouTube gelesen, dass es ja kein Wunder ist, dass Sebastian sich so verhält, wenn Mint ständig die Voodoo-Puppe benutzt und ihn quasi in die kokette Stimmung versetzt. Das heißt, wir können da entscheiden, ob Mint das weiterhin machen soll, ihn so mit der Voodoo-Puppe so ein bisschen manipulieren. Oder sagen wir, okay, nee, Mint muss irgendwie darüber hinwegkommen. Sie verkauft die Voodoo-Puppe. Und damit starten wir jetzt. Hallo Mint. Ich habe jetzt, wie gesagt, an den Toneinstellungen auch noch ein bisschen rumgedoktert und rumgearbeitet. Ich liebe die neuen Alerts. Da will ich auch noch ein paar mehr hinzufügen. Vielen lieben Dank, Anonymous und an Unbekannt, für 10 Euro. Vielen, vielen lieben Dank. Mua. Dankeschön für deine Spende. Und Rocky sitzt da jetzt unten auch auf diesem Spulding hier. Das finde ich irgendwie auch süß. Natalie, vielen lieben Dank für 100 Bits. Mua. Drück dich, meine Liebe. Vielen, vielen lieben Dank. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Josie, danke für 4 Monate. Hallo liebe Misha, schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich auch hier zu sein. Schön, dich zu sehen. Schön, dass du da bist. Genau. Wer war das wohl? Annika, warst du das? Warst du das, Annika? Achso, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Wenn euch Sims zu laut ist, die Stimmen oder hier, wenn ich hier spule oder so, gerne Bescheid sagen, dann kann ich das auch noch leiser machen. Ich habe so ein bisschen rumexperimentiert und eigentlich müsste es jetzt von der Lautstärke her alles so passen. Aber ich kann es natürlich auch weiterhin anpassen. Mit dem Bestreben ist sie fertig. Mint ist tatsächlich fertig mit dem Bestreben. In der Karriere, also wir mussten ja das Bestreben fertig machen. Wir müssen Stufe 10 erreichen von der Wissenschaftskarriere. Da sind wir jetzt Stufe 7. Aber wir haben schon 14 Durchbrüche erzählt. Das heißt, in 5 Stunden können wir auch schon wieder zur Arbeit gehen. Und es kann sein, dass unsere Ruby heute Geburtstag hat. Denn sie altert nämlich in 3 Tagen. Also am Montag. Am Montag hat Ruby Geburtstag und wird schon zum Kind. Und ich habe auch gesehen, dass Rubys Halbgeschwister, also die Crowley-Drillinge, auch schon zu Kindern gealtert sind. Allerdings hat das Töchterchen ein bisschen ein falsches Mash hier. Die Feya. Upsi. Vielleicht müssen wir die auch nochmal umstylen. Ja, und hier die Elemente-Sammlung müssen wir noch vervollständigen. Da fehlen uns noch 4. Das heißt, wir müssen auf der Arbeit ein bisschen buddeln. Oh, ich mag das nicht, wenn die Haustiere bei Sims sterben. Ich finde das immer so traurig. Vielleicht kann man ihr ein neues Bestreben geben. Okay, welches Bestreben wollen wir ihr geben? Neues Bestreben wählen? Wir können ihr auch noch Belohnungen geben, weil sie hat 17.000 Punkte. Okay, was meint ihr? Welches... Ich muss mal gucken, wie ich hingucke. Welches Bestreben wollen wir ihr geben? Was meint ihr, was passt zu ihr? Oh, so lecker, ne? Mein absolutes Lieblingsgetränk zur kalten Jahreszeit. Meine Kategorie. Dankeschön. Dankeschön. Ändere ich. Ja, komm, Twitch. Du schaffst das. Du schaffst das zu laden. Nein, du sollst Sims machen und nicht das Chatting. Sims 4, komm. So, jetzt haben wir hier Sims 4. Also Familie ist ja jetzt nicht so ihr Ding, sagen wir mal. Aber vielleicht...
Sie ist ja ungewollt Mutter geworden. Hatte sie ja eigentlich gar nicht so Bock drauf. Kochen ist auch nicht so ihr Ding. Vermögen, Wissen. Computerfreak. Videospiele. Serenity, danke schön für dein Prime Sub. Vielen, vielen lieben Dank. Aber für die, die es nicht wissen, wenn ihr Amazon Prime habt, könnt ihr hier auf dem Kanal, also generell auf Twitch, eure Streamer kostenlos abonnieren. Aber nur einen. Ach Mist, Level 3 der Technik-Guru-Karriere erreichen. Ja, das will ich ja nicht. Nerdhirn. Bücher lesen. Was, sie ist ja sehr schlau, sie ist ja ein Genie. Von daher würde sowas schon ganz gut passen. Raketenwissenschaftlerin. Ein Raketenschiff besitzen. Oh, vielleicht macht sie sich ja dann irgendwann auch wirklich auf die Suche nach ihrem zweiten Elternteil. Weil für die, die es nicht wissen, Mint ist ja eine Außerirdische und ist durch eine Alien-Entführung entstanden. Ich glaube, Nerdhirn wäre cool, oder? Nerd kommt in Generation 3. Ach Mist. Mist, das hätte so gut gepasst. Ich meine, wir könnten Strangerville machen, weil sie wohnt ja in Strangerville. Wunderbar schmutzig. Oh nee, das finde ich nicht. Makellose Perfektion. Das kenne ich alles noch gar nicht. Vielleicht aber auch die Liebe, dass sie eine Seelenverwandtschaft findet. Wobei sie ja eher so ein bisschen karriereorientiert ist, oder? Was meint ihr? Vermögen, das wäre herrlich reich machen. Erspartes. Besitzen, verdienen. Ja, herrlich reich können wir machen, oder? Alle, die für herrlich reich sind, bitte einmal mit Ja. Ich kann leider keine Abstimmung machen, weil ich es gerade irgendwie verkackt habe. Aber vielleicht geht's morgen wieder. Super, super. Und wir haben schon 25.000 verdient haben. Das ist doch schön. Jetzt müssen wir noch 20.000 Erspartes besitzen. Und hier wird 0 angezeigt. Wir haben doch schon 14.000. Okay, dann müssen wir jetzt gucken, dass wir irgendwie an Kohle kommen. Oh, du musst bald arbeiten. Willst du nicht noch ein bisschen schlafen? Guck mal, Ruby schläft auch noch. Die pennt auch noch, die kann danach mal aufs Töpfchen gehen. Vielleicht kann sie jetzt schon aufs Töpfchen gehen. Sie ist auch schon voll weit. Dann kann sie aufs Töpfchen gehen und dann kann sie hier noch ein bisschen spielen, weil dann können wir hier nämlich dieses musterhaftes Kleinkind wieder freischalten, dass Ruby dann eine wohlerzogene kleine Maus wird. Das wäre ja schon sehr wünschenswert, finde ich, oder? Ich brauche das einen kleinen Moment. Ah, okay, dann bin ich beruhigt. Dann bin ich sehr beruhigt. Wenn du nochmal aufs Bestreben gehst, sollte sich das jetzt geändert haben. Dann braucht immer etwas, bis es sich aktualisiert. Okay, also. Jetzt? Ja, hat geklappt! Malice! Dankeschön für 13 Monate! Hallo Misha! Oh Gott, ich kann schon wieder nicht lesen. Da! Hallo Misha, hier schon 13 Monate dabei, liebe Misha. Das ist echt der Wahnsinn. Vielen, vielen lieben Dank. Das ist absolut verrückt. Dankeschön. Liegt da eine Muschel drin? Ach nee, das ist eine Mütze von der Figur. Oh Gott, ich dachte schon. Ich dachte, was ist das denn? Ich dachte, das ist eine Muschel. Was willst du denn? Hä, du kannst doch damit spielen. Komm her. Spielen. Guck mal, du kommst doch dran. Und die Mama muss in 4 Stunden zur Arbeit. Ja, das passt. Dann kannst du jetzt noch ein bisschen spielen. Ah, sie wird was essen, wenn Min zur Arbeit ist. Das passt schon. Die verhungert schon nicht. Hoffe ich. Die Abstimmung wurde eröffnet. Jetzt werden wir das Spiel unter die Nase reiben. Huhuhuhu. Nein, 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 nein. Willst du dein Kind vielleicht füttern? Vielleicht sollten wir ihr doch was zu essen geben. Öffnen. Oh, wow. Hier, du kannst Spinat essen. Spinat ist lecker. Spinat. Lecker. Gesund. So ein leckerer Spinat. So ein leckerer Spinat. Musst du Spinat essen?
Hallo, Ruby. Spinat ist lecker. Isst den Spinat. Isst den Spinat. Isst den Spinat. Guck mal, so lecker ist das. Mmh, da reibst du dir das Bäuchlein. Mmh, oh, lecker. Oh. Sorry. Guck mal, jetzt ist sie happy. Guck mal, kann noch mehr Spinat essen. Nein, und dann darfst du weiterspielen. Damit du hier deine Fähigkeiten so ein bisschen hochlevelst. Das wäre natürlich sehr schön. Ja, das ist gut. Okay, da ist jemand gestorben und für irgendwas. Aber nicht an uns, also ist es uns egal. Wir haben noch 40 Minuten. Warum hast du denn nicht weitergeschlafen? Dann geh wenigstens nochmal pinkeln, komm. Leg das Buch weg und geh pinkeln. Mint. Mint, du musst gleich los. Ich möchte nicht, dass du zu spät kommst. Das wäre ein bisschen doof. Das ist irgendwie so ungewohnt jetzt mit Greenscreen. Aber ich finde es cool. Ich finde es tatsächlich ziemlich cool. Ich freue mich einfach, dass die Technik mal geklappt hat. Weil ich hatte so Angst, dass es nicht funktioniert. Und über Familienmitglied nachdenken. Nein, ich dachte, du gehst jetzt zur Arbeit. Oh, erstmal Hände waschen. Umziehen wäre auch eine Variante. So. Dann bist du nämlich ready für die Arbeit. Wen denkst du denn an? Ich glaube, Gina ist das. Ich spreche wieder so nasal. Es tut mir leid. Hey, warum kriegen wir Freitagspost? Hallo, Entschuldigung. Herbert. Warum kriegen wir Post? Die Rechnungen gibt es montags. Wir machen natürlich mit. Ich finde das mit dem Greenscreen voll cool. Das freut mich. Das freut mich sehr. Lecker. Sehr, sehr lecker. So im Ladebildschirm fliegt Rocky so ein bisschen random, aber ich finde es eigentlich ganz süß, wenn er so auf dieser Anzeige hier unten sitzt. Sammeltag, dem Labor gehen die Vorräte aus. Du musst mehr Proben sammeln, damit das Labor weiter forschen kann. Halt die Augen offen. Das finde ich sehr gut, denn, oh, ihr neues Outfit. Es sieht fantastisch aus. Es sieht fantastisch aus. Wir müssen nämlich sowieso noch so ein paar Sachen sammeln. Weil wir ja noch so ein paar Sachen für unsere Elementesammlung brauchen. Ich habe auch wieder voll Bock, bei Sims zu bauen, ne? Zuletzt oder fast zuletzt, also vor kurzem, haben wir ja hier unser Wissenschaftslabor gebaut. Da haben wir das letzte Mal ja so eine Rundreise gemacht, so eine Roomtour quasi. Und ich finde es immer noch ziemlich cool. Ja, ich bin damit ganz zufrieden. Auf jeden Fall besser als das von EA. Graben, graben. Du musst tiefer in die graben. Ich bekomme da jedes Mal einen Ohrwurm von, ne? Das ist ganz schrecklich. Ich musste immer an eine von meinen ersten Riley-Folgen denken. Mit Amon und Keto. Als ich auf Sulani irgendwas ausgebuddelt habe. Und da hatte ich auch den Ohrwurm und habe das sogar eingeblendet. Dieses, du musst tiefer in die graben. Da, 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 da. Habt ihr die Folge zufällig gesehen? Kennt ihr die noch? Drück mir die Daumen, dass mein Chemielehrer das mal lauter spricht und ich ihn verstehe. Sonst kannst du bestimmt auch irgendwie kommunizieren, dass er ein bisschen lauter sprechen soll, oder? Vielleicht sind das einfach Bestellungen wie Elemente, die kommen, glaube ich, auch so. Oh, aber stimmt, haben wir was an Georat geschickt? Das kann natürlich sein, dass das jetzt angekommen ist. Dann müssen wir gleich mal in den Briefkasten gucken, wenn wir zu Hause sind. Ich finde es richtig traurig, dass ich derzeit keinen Sims 4 spielen kann. Mein PC ist richtig veraltet. Mein Kumpel meinte, dass auch die Preise aktuell hoch sind. Die Preise für den PC auf jeden Fall. Weil durch Corona sind alle im Homeoffice und wollen alle irgendwie zocken. Und allein die Preise für die Grafikkarten, das kann kein Mensch mehr bezahlen. Ich meine mich an die Folge zu erinnern, bin mir aber nicht so ganz sicher. Das ist irgendwie den ersten Folgen von Inselleben gewesen. Aber frag mich nicht, welche. Ich weiß es nicht mehr. Es sind mittlerweile so viele Videos. Ich habe ein bisschen den Überblick verloren. Ein bisschen. Ein kleines bisschen. So, Sammelobjekte finden. Graben, 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 graben. Ah! Jess ist gestorben. Ich glaube, das war unsere Nachbarin. Also, in Strangerville hat die, glaube ich, auf jeden Fall gewohnt, oder nicht? Komm, Mint, mach ein bisschen schneller. Alien-Krater suchen?
Suche einen Alien-Krater, du findest sie außerhalb des Labors. Das machen wir sowas von! Und das ist neu. Das hier oben in der Ecke, was ist das? Das ist neu. Das war vorher nicht, oder? Ich höre hier was. Ich höre das, okay. Alien-Krater. Oh mein Gott, ich kenne das noch nicht. Und alles, was ich noch nicht kenne, ist super spannend. Okay. Sammeln. Was auch immer das ist. Wo ist hier ein Alien-Krater? Außerhalb des Labors. Hier ist nix. Was auch immer das ist. Ich habe mir das hier in der Nähe noch gar nicht so genau angesehen. Überläuft hier rum? So, so. Hallo? Alien-Krater. Habt ihr einen Alien-Krater gesehen? Das ist ein Regenbogen! Das ist einfach ein Regenbogen. Seht ihr den? Ich habe seit gestern alles im Spielpacks. Muss aufpassen, damit ich nicht zu viel spiele. Wer kennt auch das? Das auch nach 9 Packs. Ja, ich kenn's auch. Ich kenn's auch. Aber wo ist der Krater? Suche einen Alien-Krater. Du findest sie außerhalb des Labors. Vielleicht suche ich auch gerade was viel zu Großes. Ist das ein Alien-Krater? Ich weiß es nicht. Mint, was meinst du? Ist das ein Alien-Krater, was du da vorhin hast? Oder was du gleich hast? Let's go, Mint. Let's go. Kann man da gleich noch ein bisschen graben. Ich hoffe, das ist ein Alien-Krater, aber ich habe nichts anderes gefunden. Das leuchtet auch schon so geheimnisvoll. Mint hat einen Alien gefunden? Wie, wir haben einen Alien gefunden? Lebloser pinker Wal. Okay, okay, das war jetzt irgendwie unspektakulärer, als ich dachte. Wir müssen angeln gehen. Das kriegen wir hin. Gehen wir hier angeln und dann müssen wir mal reingehen. Einen Kollegen um ein Kristall bitten. Unser Vater arbeitet ja leider nicht mehr hier. Dann bitten wir ihn einfach um ein Kristall, weil wir kennen uns ja eigentlich schon ganz gut hier mit unseren Kollegen. Ich finde es nur schade, dass Jonathan nicht da ist. Ist doch Jonathan, oder nicht? Um Kristall bitten. Kann ich bitte ein Kristall? Hallo? Darf ich bitte ein Kristall haben? Denn nicht! Fragen wir einen anderen. Da ist keiner. Hallo, ist jemand da? Vorhin war doch eben hier jemand. Was sind die denn alle? Hier ist noch jemand. Guck mal, fragen wir ihn. Freundlich. Hier, um ein Kristallbetten. Na, guck mal, müssen wir nur die richtigen Leute fragen. Ja, so hieß er, genau. Aber wo ist Jonathan? Der hat hier doch auch mal gearbeitet. Lukas Munch? Was macht der denn hier? Aber der hat hier doch mal gearbeitet. Hier, Jonathan, wo bist du? Corellion, danke schön für dein Follow. Schön, dass du hier bist. Wo ist Jonathan? Hier! Sim-Profil öffnen. Kollegen. Ja, wo ist der? Er ist nicht hier. Hat er Urlaub? Der ist irgendwie immer weg. Let's go! Wir wollen ja auch ein bisschen was für die Arbeit schaffen, Mint, ne? Wir wollen befördert werden. Der sieht auch gut aus. Lauren. Ah. Wir müssen gucken, dass Mint irgendwie von Sebastian loskommt. Ich meine, guck mal, wie verliebt sie sind. Oh mein Gott. Travis. Travis war der Weihnachtsmann.
Ein Metallturm. Gohard wegen Metallgar Kristall anrufen. Oh no, 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 no. Wir bleiben auf jeden Fall länger. Okay, dann können wir hier Gedankenkontrolle. Ah ne, wir müssen den verbessern. Oh, okay. Hier können wir Gohard anrufen. Gohard wegen Probe anrufen. Dann machen wir das. Und wir müssen ein Metall klonen. Das ist doch Metall, oder nicht? So, dann packen wir das da drauf. Und Objekt klonen. Dann müsste das doch eigentlich funktionieren, oder? Okay, Schla, schön, dass du da warst. Wo gibt's den Kakao? Wir haben den bei... Ich glaube, Edeka geholt. Aber ich glaube, den gibt's... Überall? Also ich habe ihn auf jeden Fall schon häufiger gesehen. Chinolit besteht zur Hälfte aus Alicid und zur Hälfte aus Wolfium. Okay, alles klar, weiß ich Bescheid. Danke. Vielleicht kann sie ja die Umgebung erkunden und schauen, ob sie jemanden findet. Das wäre auch eine Idee. Das geht doch hier mit dem Mod, oder? Wundervoll. Oder? Nope, sorry. Schwangerschaftswunsch wählen. Mensch-Status. Okay, ich habe keine Ahnung. Aber das hat geklappt scheinbar. Wir packen das mal wieder zurück in unser Inventar. Und wir müssen mit Kollegen plaudern. Hier, guck mal, dann plaudern wir doch mal hier. Freundlich. Um Kristall bitten. Über gestresste Stimmung reden. Und noch irgendwas. Über Kochen reden. Klar, warum nicht? Quatschen wir übers Kochen. Weil ich hätte das schon gerne hier voll. Damit wir befördert werden. Wie stehen wir eigentlich da? Gut. Ja, ich glaube, heute werden wir nicht befördert. Eventuell morgen? Ich weiß gar nicht. Nee. Guck mal, das Wochenende arbeiten wir gar nicht. Am Montag hat die Kleine Geburtstag. Oh, ich weiß nicht, ob wir heute eine Beförderung schaffen, Leute. Versuchen wir mal den Reiter in der Auswahl. Alter, motz mich nicht an, Lukas. Wo muss ich hin? Willkommen zurück, Farina. Ah, nee, ich muss ja auf sie klicken, ne? Auf sie? Mehr Auswahl. Nochmal mehr Auswahl. Nee. Meine Mutter hat mir Suppe gebracht. Oh, lecker. Habi hat mir, als ich so krank war, eine Kürbissuppe gemacht. Die war so lecker. Wir haben auch noch ein bisschen davon eingefroren. Aggressiveness. Aktivität hier. Hier ist leider nichts. Annika, danke schön. Vielen lieben Dank. 5 Euro. Danke, danke, danke schön. Chrissy, schön, dass du da bist. Hallo. Und Bellaram, hi. Da, wo mein Sim arbeitet, ist das nicht so schön. Ich habe das selber gebaut. Du könntest das runterladen, wenn du möchtest. Meine ID findest du hier. Hey, warum wird... Nee, nee, nee. Gehst du jetzt nicht duschen? Eine Frucht oder Blume analysieren. Simray verbessern. Okay, wir verbessern jetzt einfach unseren Simray. Hier. Simray verbessern. Essen. Komm. Du sollst nicht duschen. Jetzt hast du deine... Oh, du kannst doch nicht im Handtuch hier rumlaufen. Für er ihr nachsieht. Und warum hast du eigentlich eine weibliche Stimme? Hatte er vorher, glaube ich, nicht. Oder? Wie cool, danke Marie. Viel Spaß damit. Ganz viel Spaß damit. Selbstgemachte Hühnersuppe ist das Beste, wenn man krank ist. Ich fand die Kürbissuppe so geil. Ne? Ich liebe ja solche cremigen Suppen. Ich finde die richtig toll. Oh, wer bist du? Hallo? Entschuldigung? Wer bist du? Lukas. Warum hat er sich auch umgezogen? Oh no! Oh no, ich war noch gar nicht fertig. Ja, Annika, danke schön. Vielen, vielen lieben Dank dir.
Bin schon seit dem Anfang im Lurk. Ah, okay. Hi. Schön, dass du da bist. Oh, mir ist warm, Leute. Mir ist gerade richtig warm. Ich, Genie, könnte ja auch mal die Heizung ausmachen, ne? Ich habe ja auf 5 hochgeballert, weil es heute Morgen so kalt hier drin war. Und jetzt ist mir einfach warm. Ruby ist von der Tagespflege zurück. Um Ruby müssen wir uns auch noch mal ein bisschen kümmern. Hier, du kannst hier... Willst du mit Lama ein bisschen malen? Mit Lama mal. Du kannst damit natürlich auch spielen. Und Mama kümmert sich jetzt mal ums Essen. Hier Abendessen servieren. Wir machen... Das Chili ist vielleicht für die Kleinen nicht so gut. Aber ein Camper-Eintopf. Du gehst jetzt nicht schlafen. Du hast ein Kind zu versorgen. Und wir werden die ganzen Sachen jetzt zu Georat schicken. Hier, vielleicht machen wir das, bevor wir kochen. Alles zu Georat schicken. Ich habe keine Ahnung, was wir davon jetzt schon haben und was nicht. Ich schicke einfach alles zu Georat. So, das auch. Und das. Und das. Und das. Ich weiß, das macht keinen Sinn, dass ich das doppelt hinschicke. Aber ich mache es trotzdem. So, und das. Hier sind wir, glaube ich, durch. Aber du kannst die hier mal öffnen. 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 Ich weiß, du bist müde. Ist mir egal jetzt. Du musst die Sachen hier öffnen. 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 Okay, dann kannst du die Post holen. Und dann darfst du Essen servieren. Abendessen servieren. Hier, Camper-Eintopf. Tut mir leid, ich muss Nase putzen. Ich mache mich mal auf stumm hier. Hast du schon angegeben, was du in deinem PC verbaut hast? Uff, weiß ich gar nicht, ob ich das habe. Ich glaube noch nicht. Ich glaube noch nicht. Aber ich wollte sowieso alles unten nochmal bearbeiten. So, wir haben jetzt ganz viele Sachen weggeschickt. Das ist auf jeden Fall gut, denke ich. Oh, sie hat, glaube ich... Warum bist du traurig? Spielzeugkoller. So, jetzt kann mir jemand eine andere Beschäftigung geben. Die Spielsachen bringen mich zum Weinen. Dann spiel damit. Und bald gibt's Essen. Und dann darfst du aufs Töpfchen gehen. Aber schön, die Hygiene ist wieder oben. Das freut mich. Das freut mich sehr. Und Min geht's einem irgendwie echt kacke. Das ist natürlich schlecht. Hier, du kannst auch zum Essen rufen. Ruby, Essen ist fertig. Es gibt einen Camper-Eintopf. Kommst du bitte, Schatz? Okay, Mami, ich bin schon da. Ich habe schon so einen Hunger. Ich habe schon die ganze Zeit gewartet. Mint, möchtest du eventuell mit deiner Tochter zusammen essen? Hier, nimm dir ein Gericht und setz dich dahin. Ist ja nicht so, dass ihr ein Wohnzimmer habt, wo ihr essen könnt. Mint, möchtest du... Oh nein! Ich habe schon wieder vergessen, dass sie Vegetarierin ist. Oh nein! Okay, dann muss ich das jetzt leider einmal essen. Und dann machen wir zum Frühstück was Vegetarisches. Dann... darf den Camper-Eintopf Ruby essen und Mint muss dann halt immer was anderes essen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ja, Ruby rennt die ganze Zeit im Schlafanzug rum. Ich habe sie vorhin schon umgezogen, aber irgendwie... Schlafanzug, immer Schlafanzug. Es ist echt schön, dich wieder im Stream zu sehen. Oh, danke, Farina. Es ist auch echt schön, wieder zu streamen. Nee, der ist nicht vegetarisch. Aber der ist laktosefrei, sehe ich gerade. Immerhin das. Allerdings aber nicht laktoseintolerant, sondern Vegetarier. Okay, dann kannst du hier verwenden und ein kurzes Bad nehmen. Und dann darfst du baden. So. Gehst du aufs Töpfchen? Du kannst danach schlafen. Ich weiß, irgendwas rumpelt im Minzmagen. Es tut mir leid. Tut mir leid, Mint, ich habe es schon wieder vergessen. Ich vergesse es jedes Mal, ne? Es ist ganz, ganz schrecklich mit mir. Und wir müssen die Weihnachtssachen langsam mal verkaufen, weil... Über den Winter können wir es noch stehen lassen, glaube ich. Vielleicht bis zu Rubys Geburtstag und dann können wir die Wintersachen mal wegpacken. Oh, nächste Woche ist Silvester. Okay, bis nach Silvester können wir es lassen. Oder? So lange können wir das auch lassen.
Mint geht's so schlecht. I'm so sorry. I'm so sorry. So, du gehst Pipi machen und dann darfst du schlafen gehen. Mint geht nämlich auch gleich pennen. Wie sieht's hier aus? Ja, da können wir am Wochenende auf jeden Fall dran arbeiten. Ich muss gleich mal nach den Elementen gucken, dass wir da so ein bisschen noch was machen. Vielleicht haben wir hier schon was. Ich blicke halt immer leider nicht durch, welche wir jetzt schon haben und welche nicht. So. Das haben wir offensichtlich schon, also können wir das verkaufen. Ja, das ist Poson. Poson. Ist das hier Poson? Ja. Okay, dann können wir das verkaufen. Das haben wir, glaube ich, auch schon. Weg. Das. Oh, das hatten wir noch nicht. Sehr gut. Das haben wir schon. Das haben wir auch schon. Das haben wir auch schon. Und das haben wir auch schon. Mist. Mist, Mist, Mist. Die ganzen Dinger können wir eigentlich auch verkaufen, oder? Den können wir vielleicht irgendwo aufstellen. Wir müssen das Haus sowieso noch mal ein bisschen ausbauen. Oh, cool, da oben kann man was draufstellen. Also, da muss man echt gucken, dass einem das nicht auf den Kopf fällt, ne? Vor allem, das Ding ist einfach tot und sie stellt es sich hier hin. Kann man mal machen. Sag mal, was machst du jetzt eigentlich? Baden. Ich hab dir doch vorhin gesagt, du sollst baden. Oh, was machst du denn hier? Reparieren, aufwischen. Roland! Hallo! Hallo, schön, dass du da bist. Ja, du hast mich jetzt aber überrascht. Zwei linke Hände, den Hammer zu schwingen und Nägel zu versenken, gehört nicht in den Lieblingsbeschäftigungen von Mint. Und Dankeschön für 3 Monate, Mensch. Schön, dass du da bist. Hallo, liebe Haskasonianer. Habt ihr noch Phasmo gespielt? Ich war vorhin da habt ihr noch Dead by Daylight gespielt. Mrs. Confetti und Barum.de. Dankeschön für eure Follows. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Hallo Feli, schön, dass du da bist. Hallo Prinzessin Praline. Hi, na sicher haben wir Phasmo gespielt. Oh, und ich hab's verpasst. Ich hätte auch so gerne mal wieder mitgespielt, aber irgendwie war mein Vormittag heute voll. Irgendwie war mein Vormittag voll. Ich habe jetzt übrigens auch einen Greenscreen. Ich habe jetzt endlich einen Greenscreen. Heute ist der erste Stream mit Greenscreen. Und wir spielen hier gerade Sims 4. Wir spielen die Not-So-Berry-Challenge und müssen hier mit diesem Sim einige Aufgaben erledigen. Allerdings hat dieser Sim schon ein Kind und das macht das alles irgendwie ein bisschen komplizierter, zumal sie auch unglücklich verliebt ist. Schön zu sehen, dass es dir wieder besser geht. Danke, Gina. Ich bin auch echt froh, dass es mir wieder besser geht, weil mir ging es die letzten 2 Wochen einfach richtig kacke, weil ich war richtig fett ergeldet. Den Hammer zu schwingen und Nägel zu versenken gehört nicht zu den Lieblingsbeschäftigungen von Mint. Soll sich Mint jegliche weitere Blamage ersparen und zugeben, dass sie Geschicklichkeit nicht mag? Ja, auch wenn du es nicht magst, ist mir egal. Du musst da halt durch, ne? Wir werden keinen Handwerker beauftragen, wenn du das selber machen kannst. Mach mal bitte das Kakapupu von deinem Kind weg. Das wäre mir ein Anliegen. Dankeschön. Und dann könntest du eventuell Frühstück servieren. Irgendwas für Vegetarier. Spinatfrittata. Das wird doch wohl vegetarisch. Super. Dann machen wir das. Katie, hi, schön, dass du da bist. Hallo, bin jetzt leider in Quarantäne. Einer in meiner Klasse ist positiv getestet. Dabei sollte diese Woche so gut werden. Oh no. Oh no. Ich hoffe, dich hat es nicht erwischt. Ist man immer noch unsterblich in Sebastian verliebt? Ja. Leider ja. Aber Sebastian hat sich heute noch nicht gemeldet. Vielleicht tut Mint der Abstand ja auch ganz gut. Wir müssen uns halt noch entscheiden, ob wir das jetzt mit der Voodoo-Puppe weitermachen. Ey, wo ist die Voodoo-Puppe? Hat sich das mit der Voodoo-Puppe jetzt selber von selbst aus erledigt? Weil, für die, die Mint eventuell noch nicht kennen, sie ist unsterblich in einen verheirateten Mann verliebt. Mit diesem verheirateten Mann hatte sie eine Affäre und daraus ist Ruby entstanden. Die Kleine, die hier gerade schläft. Und Sebastian, ihre ehemalige Affäre, hat die Affäre beendet und seiner Frau gestanden, was passiert ist. Die hat ihm vergeben. Aber Mint akzeptiert das nicht so richtig. Denn Mint hat dann mit einer Voodoo-Puppe ihn immer wieder so in kokette Stimmung versetzt.
Und dann hat Sebastian Dinge getan, wie zum Beispiel Mint geküsst und so. Ja. Vor lauter Frust hat Mint mit dem Weihnachtsmann geschlafen. Ist zum Glück nicht schwanger geworden. Und das ist so der Stand der Dinge. Michelle, danke schön für deinen Follow. Und I am Taluna, auch dir vielen lieben Dank für deinen Follow. Ich hab Hunger. Ich krieg jetzt Hunger. Ist auch toll. Ich habe gefrühstückt, aber kein Mittag gegessen. Aber das ist echt nur mit diesen Dingern hier, oder? Guck mal, 2 Wochen kein Sims gespielt und schon wieder ein ganz neues Spiel, ne? Ja, eben eine Geschichte, die das Leben so schreibt. Ja, genau. Einfach ja. Stimmt, der Weihnachtsmann. Ja, der Weihnachtsmann, das ist... Hier. Tavish? 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 Ich sag Tavish. Ich hoffe, das ist richtig. Möchtest du nicht noch ein bisschen schlafen? Nee, hier, komm. Schlaf noch mal ein bisschen. Soll ich an die Koje hauen, denn wir haben... reden wie ein Pirat-Tag. Wir müssen mal gucken, was wir am Wochenende machen. Vielleicht suchen wir für Mint einfach mal einen Mann. Ich würde auch sagen, wir laden Sebastian nochmal ein, damit er nochmal ein bisschen Zeit mit seiner Tochter verbringt. Weil Sebastian liebt seine uneheliche Tochter ja trotzdem. Allerdings muss gucken, dass Mint sich jetzt so ein bisschen zurückzieht und eventuell endlich mal über ihn hinwegkommt, dass sie eine neue Liebe findet oder einfach mit sich selber zufrieden ist. Paula, hi, schön, dass du da bist. Der Greenscreen ist geil, ne? Vor allem, guck dir Facecam an. Ich habe jetzt einen richtig schönen Chat und ich habe einen Hintergrund und im Hintergrund läuft ein Fluss. Ich liebe das. Ich finde es richtig toll. Warum habe ich den Greenscreen nicht schon vorher geholt? Ich finde das mega geil. Das sieht irgendwie direkt professioneller aus, finde ich. Ich weiß auch nicht. Das Haus sieht mega aus. Hast du das selbst gebaut? Ja, das habe ich selbst gebaut. Das war im Stream sogar, habe ich den... Im Stream? Ja, im Stream habe ich den selber gebaut. Ja. Also ist halt ein ganz kleines, schlichtes Haus. Also ich habe schon einige Sachen selber gebaut. Verbinden. Auch hier auf Twitch. Wir bauen nämlich hier auch auf Twitch ganz viele Sachen. Hier, das habe ich zum Beispiel gebaut, bevor ich krank geworden bin. Eine kleine Kirche. Die kann man als zum Heiraten benutzen. Kann man aber auch umbauen, dass das irgendwie so ein kleiner Friedhof ist. Hier habe ich ein Kosmetikstudio gebaut, wo man sich die Nägel machen lassen kann. Das hier ist das Labor, wo wir gerade drin spielen. Hier haben wir eine Bäckerei. Wir haben hier das Schloss von Cinderella vom Disney-Film. Auf den Nachtclub bin ich sehr, sehr stolz. Also ich habe hier schon einige Sachen gebaut. Ich habe sogar einen Frauenarzt gebaut, einen Hochzeitsshop. Hier, für euch vielleicht ganz interessant von Roland, das Edgefield Street House aus Phasmophobia habe ich nachgebaut. Sehr akkurat, wie ich finde. Ich muss mich ja mal selber loben. Also, falls es euch interessiert, könnt ihr da auch gerne ein bisschen stöbern. Ja. Sebastian ist da. Sehr schön. Hallo, Sebastian. Hatten wir uns nicht geeinigt, dass Sebastian zweigleisig fährt, weil er auch noch Mint liebt? Das stimmt. Das stimmt. Aber ich möchte erstmal gucken, wie Sebastian sich verhält ohne Voodoo-Zauber. Weil wir ihn ja schon arg beeinflusst haben. Deswegen möchte ich erstmal gucken, ob er jetzt von sich aus irgendwie was macht. Wie gut. Dankeschön, Taluna. Ich freue mich schon auf den Friedhof. Klingt doof, ich weiß. Aber ich würde ich gerne für meine Disney Legacy dann verwenden wollen. Donnerstag und Freitag bauen wir den Friedhof. Also wenn wir es in den 2 Tagen schaffen, ansonsten bauen wir da entweder Sonntag weiter oder sonst nächste Woche. Aber dass wir jetzt auch wirklich... Montag spielen wir immer die Dots Berry Challenge auf Twitch. Dienstag die Farm Life Challenge. Donnerstag und Freitag bauen wir in die Sims 4. Und Sonntag machen wir unseren YOLO-Tag. Da gucken wir mal spontan, worauf wir Lust haben und machen das dann. Okay, die Kleine ist auf jeden Fall direkt so... Wollte Papa begrüßen und Papa läuft vorbei, oder wie? Sebastian? Sebastian? Papa! Papa! Papa, warum bist du baden? Warum badest du im Dreck? Fanny, vielen lieben Dank für dein Follow. Danke, danke. Der fühlt sich ja wie zu Hause. Der fühlt sich richtig wie zu Hause. Also im Ernst, also das ist doch provokant, oder? Mint ist in ihn verliebt, unglücklich in ihn verliebt. Und er provoziert sie jetzt, indem er im Handtuch hier rumläuft. Was soll das denn bitte? Wenn ich wieder gesund bin, bin ich ab Donnerstag wieder arbeiten. Gute Besserung, Farina. Ich drücke dir so die Daumen, dass du da schnell durch mit bist. Sie ist verspielt. Es gibt übrigens eine kleine Mod, die hat Hubby entdeckt.
dass man so einen kleinen Crush hat. Das ist wirklich so eine klitzekleine Mod, aber dann könnte man zum Beispiel aussuchen, dass Mint einen Crush auf Sebastian hat, dass es so dieses Einseitige ist. Also sie bekommt dann nur so ein kleines Moodlet, wenn er in der Nähe ist, dass sie irgendwie Schmetterlinge im Bauch hat und mehr macht der Mod nicht. Aber finde ich eigentlich ganz süß. Ich glaube, ich muss da Habi nochmal fragen, was das für ein Mod war, beziehungsweise wie der hieß, dass ich den reinpacken kann, weil das finde ich irgendwie ganz süß. Oder was mit ihr? Sie freut sich. Willst du dich vielleicht auch mal umziehen, kleine Maus? Outfit ändern? Hier, du kannst doch nicht den ganzen Tag im Schlafanzug rumlaufen. Wollen wir vielleicht nochmal auf den Spielplatz gehen? Was haben die gemacht? Die gucken sich gerade so an. Okay, er redet über Piraten. Alles klar. Hier, möchtest du vielleicht ein Gericht nehmen? Dann können wir nämlich auf den Spielplatz gehen, wenn du aufgegessen hast. Geschichte erzählen. Nee, geh mal bitte Lokus benutzen. Und dann könnten wir vielleicht mal so einen kleinen Familienausflug auf den Spielplatz machen, wenn es da nicht schon wieder regnen wird. Das letzte Mal hatten wir ja leider überhaupt kein Glück mit dem Wetter, soweit ich mich erinnere. So, dann kann sie sich nämlich auch umziehen. Du hast jetzt auch was Vernünftiges an. Wir haben halt noch Winter, es ist schon relativ kalt. Also die ziehen sich wahrscheinlich sowieso gleich die kalte Wettersachen an. Ich baue gerade einen Spielplatz für Chris Shell. Ich habe die Shell von Chris noch gar nicht gesehen. Ich spiele jetzt mal wieder Mission Sulania. Boah, ich bin auch momentan so süchtig nach Animal Crossing, ne? Ich habe eine Farm gebaut. Ich habe eine freie Ecke benutzt und tatsächlich eine Farm daraus gebaut. Wir haben das ganze Wochenende Animal Crossing durchgesuchtet, ne? Ganz, 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 ganz schlimm. Und Happy Home Designer. Wollen wir das auch mal streamen? Das können wir Sonntag eventuell streamen, wenn ihr Lust drauf habt. Dass wir Sonntag mal wieder so einen entspannten Animal Crossing Stream machen? Okay, denen geht's gut. Alles klar, dann Familienausflug. Hast du die Interaktion schon mal gesehen, dass die kleinen Kinder von den Eltern vom Sofa hochgehoben werden? Die Tochter laufen dann bis an den Rand und der Mama Papa in die Arme. Das ist so süß gemacht. Nein, das habe ich noch nicht gesehen. Happy Home Paradise. Was habe ich gesagt? Happy Home Designer oder so, ne? Ja, ich meine Happy Home Paradise. Entschuldigung. Entschuldigung. Habe ich auch das Nagelstudio hier im Beauty-Salon platziert? Nee, habe ich nicht. Aber wir fahren jetzt auf den Spielplatz. Einen neuen Spielplatz können wir auch nochmal bauen. Finde ich irgendwie richtig toll, so Spielplätze bauen und so. Da kann man sich so richtig schön austoben. Earth und Max, hi, schön, dass du da bist. Ja, Designer, oh mein Gott, ich bin ein bisschen lost. Ich war so aufgeregt. Ich habe richtig gezittert am Anfang des Streams. Jetzt geht's wieder. Aber ich habe so gezittert, einfach weil ich so ein bisschen Lampenfieber hatte, weil ich ja jetzt so lange nicht gestreamt habe. Oh, Schnee. Barry kommt. Barry. Ruby kommt bitte auch her und. Sebastian soll bitte auch herkommen. Bin ich jetzt tatsächlich einfach alleine hierher gereist? Im Ernst jetzt? Tiefe Verbundenheit. Die haben einfach eine tiefe Verbundenheit. Oh Gott. Kannst du bitte herkommen? Ihr habt das auch gesehen, oder? Puppen spielen. Ja, das Puppenhaus ist hier hinten. Das ist... Oh, der Baum ist weg. Das Puppenhaus ist hier oben im Spielturm und hier ist eine Säule weg. Warum sind hier Sachen verschwunden? Muss wahrscheinlich ausgetauscht werden, weil es kalt ist. Ja, das macht statisch auch total Sinn, dass es einfach nicht macht. Wie so eine Mausefalle. Aber warum kommt Sebastian nicht? Ich wollte, dass er auch hier ist. Ich dachte, wir machen so einen richtig schönen Familienausflug gerade. Vielleicht hat aber seine Frau auch angerufen und sagte so, nee, wir müssen jetzt, keine Ahnung, einkaufen fahren. Es ist Samstag oder so. Oh, ist das süß. Im Winter Puppenhaus spielen. Das ist ja nicht so, dass man das auch drin machen könnte. Oh, Ruby! Ja, dass dir kalt ist, wundert mich gar nicht, Mäuschen. Hier, zieh dir bitte was Warmes an. Du frierst doch.
Doppelherzen und sie ein gebrochenes Herz. Sie bekommt garantiert das Drama um ihre Eltern auch mit. Ich kann ihn aber auch nicht herholen. Aber arbeiten tut er auch nicht, oder? Ich hole ihn jetzt einfach her. Ist mir egal. Deko, hier. Hier. So. Zack, zack. So. Hey, warum kann ich ihn nicht herholen? Oh, Rohan ist ein Senior, mit dem ist sie damals zur Schule gegangen. Oh, der Papa ist tot. Oh nein. Okay, dann gucken wir hier alle. Ich würde gerne hier bestimmt einen Sim her teleportieren. Das wäre irgendwie nett. Aber wir werden auch alle gar nicht richtig angezeigt. Oh Mann, oh. Wo ist Sebastian hin? Über das Telefon? Einladen, um aktuell im Grundstück abzuhängen? Nee, geht leider auch nicht. Ich weiß nicht, warum Sebastian nicht herkommt. Ich muss mal irgendwie ein Sim. Oh, hi. Ich muss mal irgendwie ein Sim teleportieren, so. Damit die Figur weg ist. Schade. Sehr, sehr schade. Der sonnt sich einfach. Hallo, es ist super kalt. Oh, das Schneefest hat begonnen. Oh, wir könnten ja auch mal Urlaub machen, ne? Komm. Schneefest besuchen. Wir besuchen das Schneefest und können wir. Jetzt können wir ihn mitnehmen. Wir nehmen ihn mit und wir nehmen natürlich Ruby mit. So. Dann können wir nämlich Schlitten fahren. Ich glaube, das kann man sich leihen, oder? Vielleicht ist Eloise Sebastian nicht weg, weil wegen Eifersucht. Das kann auch sein. Aber sie weiß ja auch, dass Sebastian ein Kind mit Mint hat. Deswegen glaube ich nicht, dass sie das so streng sehen würde. Ist er vielleicht schon da, aber einfach woanders unterwegs? Hatte ich auch überlegt, aber dann könnte man ja die Kamera auf ihn fokussieren. Aber irgendwie ging das nicht. Okay, wir... Das Jugendfest, das ist, glaube ich, hier auf dem Platz, oder? Dann reisen wir aber hier in die Lounge. Hallo? Hallo? Spiel? Hallo? Irgendwer hat das Spiel uns gerade rausgeschmissen. Spiel. Hallo? Warum ist das so? Ich habe gerade alle Mods vorhin aktualisiert. Hilft nur abwürgen. Oh no! Darf ich speichern? Ich speichere mal. Und dann muss ich das Spiel leider einmal neu starten. Das ist ja doof. Ich wollte doch jetzt zum Jugendfest. Ich wollte doch jetzt, Rodeln fahren. Bei mir hat nicht mehr speichern geklappt. War richtig ärgerlich. Oh no. Das ist richtig ärgerlich. Ich hasse es, wenn sowas passiert. Aber damit muss man leider rechnen, wenn man mit Mods spielt, ne? So. So. Und Neustart. Ich hoffe, das klappt jetzt. Kann man Stasis-Mods rufen, meist Fehler auf.
die nicht sofort zu erkennen sind und möglicherweise deinen Spielstand zerschießen können. Also besteht immer ein Risiko. Genau, bei allen Mods besteht immer ein Risiko, aber besonders bei Kawaii Stacys Mod leider. Weil sie die Sachen nicht sauber programmiert. Ich hoffe, du musst nicht wieder von vorne beginnen, also bei Freitag. Ich hoffe auch, dass ich das nicht muss. Ich meine, wenn, dann wäre es nicht so schlimm. Dann tun wir einfach so, als seine Sachen trotzdem so alle passiert. Aber wir gucken mal. Da ist mein Wasser. Nochmal einen Schluck trinken. Spiel lädt gerade im Hintergrund. Also er lädt die Spielstände. So, jetzt. Ich hoffe, das funktioniert. Okay, ich bin im Spielstand drin und ich lade jetzt. Mal wieder auf Ingame. Na? Der haut mich immer wieder raus. Wenn ich versuche, in den Spielstand reinzukommen, haut er mich raus. Nee. Ach, scheiße. Okay, zurück zum Hauptmenü. Ich muss nochmal Nase putzen, das tut mir leid. Ich muss mich nochmal hier stumm machen. Ja, über das Menü mit ihr reisen kann ich ja leider nicht, weil ich ja den Spielstand nicht mehr geladen bekomme. Deswegen, ich muss jetzt gucken, dass ich den anderen Speicherstand wieder herstelle. Das ist der. So, dann gehe ich da rein und dann sind wir wahrscheinlich trotzdem wieder bei Freitag. Nee, ich habe es nicht über den Taskmanager beendet. Ich habe das Spiel einfach geschlossen. Also gespeichert und dann beendet. Ich hatte einen Anzeigefehler in einem meiner Spielstände und da habe ich eine Stunde lang die 50-50-Methode gemacht. Und am Ende war gar keine Datei broken. Es war ein Bug, aber der ohne Mods plötzlich nicht mehr da war. Ich habe lange gesessen für nichts. Oh, das ist echt ärgerlich. Ich meine, ich bin jetzt hier wieder bei Mint, ich habe jetzt den alten Spielstand wieder hergestellt. November Child, hi, schön, dass du da bist. Und jetzt sind wir wahrscheinlich wieder bei Freitag. Jetzt sind wir wahrscheinlich wieder bei Freitag. Ach, ist das ärgerlich. Ist das ärgerlich, Mensch. Und das Schöne Gute, man muss halt immer wieder mit Fehlern rechnen, leider. Das stimmt. Das stimmt. Weil wenn man pfleglich mit Mods umgeht, sollte eigentlich nicht so viel passiert, also wenn man es immer up-to-date hält und aktualisiert und regelmäßig ausmistet, dann sollte man da eigentlich relativ auf der sicheren Seite sein. Man sollte aber trotzdem regelmäßig ein Backup machen. Da habe ich hier Sims-Hilfen. Da am besten noch irgendwie mal reingucken oder generell mal auf YouTube reinschauen. Da habe ich nämlich auch Tipps gegeben, wie man ein Backup erstellt und so weiter. Ja, das Spiel dann mal geladen. Hello. Is it me you looking for? See it in your eyes. Can see it in your smile. Der braucht gerade extrem lange zum Laden. Ich habe mir deshalb angewöhnt, jeden Sim-Tag zu speichern. Das ist echt eine gute Idee. Besser Tage die Spielstände speichern auf einen anderen Platz. Ich habe eh schon so viele Plätze. Der lädt gerade echt lange. Normalerweise braucht man ein Spiel nicht so lange. Oh, das nervt mich jetzt. Dün,
mach wie in deinem Video jeden Monat ein Backup und schaue mir dann auch mein ganzes CC an und schmeiß raus, was ich nicht mag. Ja, ich habe vorhin, als ich das Spiel gestartet habe, vorher auch nochmal ein Backup gemacht. Das mache ich nach jedem Update, beziehungsweise vor jedem Update einmal ein Backup, dann fahre ich das Update und dann gucke ich, ob alles geklappt hat. Also zur Not habe ich immer noch meine Sicherheitskopie, wenn das jetzt kaputt sein sollte, weil es lädt gerade extrem lange. Deswegen bin ich echt glücklich darüber, dass ich ein Backup gemacht habe. Das dauert gerade echt sehr, sehr lange. Also, falls ihr mein Video noch nicht kennt mit Sims-Hilfen oder Spielstände sichern, schaut euch gerne die Videos dazu an, dass ihr da auf jeden Fall auf der sicheren Seite seid. Und wenn sowas passieren sollte, wie jetzt gerade bei mir, dass der Spielstand nicht verloren ist. Ich habe gestern 3 Stunden lang mein CC und Mod-Dateien aktualisiert, sortiert und aussortiert. War sehr anstrengend, aber hat sich gelohnt. Wenn jetzt noch einer kommt und sagt, er wäre unordentlich, raste ich aus. Oh no. Ich musste nur das Cache-Löschen angewöhnen. Ich glaube, das heißt Cache, ne? Das mache ich vor jedem Spielstart automatisch mittlerweile. Liebes Spiel. Joa. warum löscht man die Cache? Weil da Spielereste drin sind. So Spielmüll quasi. Und wenn man Mods drin hatte und die Mods dann rausgepackt hat, dann können dann immer noch Modreste drin sein. Deswegen die immer am besten löschen. Dunne Prinzessin, hi, schön, dass du da bist. Kannst ja die bisherige YouTube-Aufnahme nebenbei laufen lassen. Dann weißt du, was du alles gemacht hast. Ja, ich glaube, ich werde die YouTube-Aufnahme jetzt an der Stelle auch beenden. Weil dann werde ich die 2 Tage, die wir jetzt gespielt haben, nochmal nachstellen. Nochmal nachspielen und dann fangen wir dann auf dem Spielplatz dann den neuen Stream an. Deswegen, YouTube, tut mir leid, dass das jetzt eine relativ kurze Folge ist, jetzt für die Not So Very Challenge Verhältnisse. Irgendwie ist hier gerade was kaputt gegangen, keine Ahnung. Und danke fürs Zusehen, falls ihr auf Twitch mal dabei sein wollt und ja, live die Not So Very Challenge oder andere Streams sehen wollt, wie die Farmlife Challenge oder wie ich baue bei Sims 4, schaut gerne in der Videobeschreibung, da streame ich montags, dienstags, donnerstags und freitags jetzt immer um 13 Uhr und sonntags um 10 Uhr. Und ja, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye!